langsam. Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Und zwar geht es heute um Tell Me Why alle 5 Sammlerstücke in Kapitel 1. Und zwar findet ihr das erste Sammlerstück, sobald ihr Tyler spielt, in seinem Kinderzimmer, das ja relativ klein ist, also man sollte da keine Probleme haben, was zu finden. In seinem Kinderzimmer steht ein Schreibtisch und da steht auch schon Sammlerstück Nummer 1 drauf. So, sobald ihr jetzt unterhalb vom Haus seid, folgt ihr einfach den Weg, so wie ihr ihn folgen müsstet für die Mission. Dann sagt Allison zu euch, ihr müsst nach links abbiegen, aber man kann auch nach rechts abbiegen. Und rechts liegt nämlich auch das Sammlerstück Nummer 2. So, sobald ihr jetzt das Haus ein bisschen durchstöbert habt, werdet ihr ja gezwungenermaßen zu der Tür kommen, die verschlossen ist. Sobald ihr die aufgemacht habt, ihr habt ja zwei Möglichkeiten, entweder das Rätsel lösen oder halt eben aufbrechen. Sobald ihr die aufgemacht habt, müsste rechts im Raum ein Bett stehen und rechts vom Bett aus betrachtet auf dem Boden müsste Sammlerstück Nummer 3 liegen. Sobald ihr bei Tom und Tessa im Geschäft angekommen seid, spielt ihr auch da die Mission einfach so lange weiter, bis Tessa kommt, weil die Tessa wird für euch eine verschlossene Tür öffnen. Sobald die offen ist, geht ihr einfach einmal durch. Relativ vor euch links eher gesehen, müsste ein silberner Spind sein, den macht ihr einmal auf und da müsste auch schon Sammlerstück Nummer 4 drin liegen. Polizeirevier angekommen, allen Missionen nachgegangen, müssen die jetzt aktuell in der Küche stehen und rechts von der Küche ist ein Verhörraum, da wo Tyler seine Flashbacks schiebt und er will ja auch dann nachher noch unbedingt reingehen. Dem folgen wir jetzt auch einmal und relativ hinten im Verhörraum steht ein Spind und hinter dem Spind ist Sammlerstück, also das letzte Sammlerstück Nummer 5. So, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Muss natürlich keiner. Und ich würde sagen, man hört sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.